Far Cry 4. Press any key. Machen wir gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 4, meinem Let's Play auf dem Kanal The Northern Way of Life. Press any key. Machen wir sofort. Ja, herzlich willkommen. Ich habe das Spiel gerade mal gestartet. Bin mal gespannt. Ich musste schon Sachen machen, um überhaupt das Spiel zum Laufen zu kriegen. So musste ich jetzt meine zweite Maus ja wieder anschließen, weil bei meiner ersten, das ist hier eine Rocket Tyen, mit der habe ich einfach das Spiel nicht zum Laufen gekriegt. Jetzt habe ich meine alte Naga, Razer Naga angeschlossen und damit läuft's halt. Ja, kann man nichts machen, ne? Ist halt Ubisoft. Keine Ahnung. Mäuse gibt es ja auch erst seit ein paar Wochen. Da kann man dann ja auch schon mal vom Fortschritt der Entwicklung überrascht werden, ne? Okay, das will ich jetzt aber eigentlich. Ich will, was will ich denn? Hier, Settings will ich. Ich will Settings. Ah, Loadouts. Was ist das? Okay, das interessiert mich jetzt irgendwie noch nicht so ganz. Gameplay, Multiplayer, Gameplay, Stats, Leaderboards, Multiplayer, User, Manual, Multiplayer, Generals, also Options, General. Guck mal, hier was hin. Audio haben wir schon mal auf Deutsch. Ja, das ist doch schon mal schick. Ah, was haben wir denn hier? Da, machen wir Deutsch. Zack. Gamepad. Haben wir ein Englisch gerade. Besser geworden irgendwie, ich verstehe alles sofort hier. Gamepad brauchen wir nicht, Tastatur und Maus brauchen wir, aber ich denke mal, das können wir erstmal so lassen. Interface, Grafik, Interface. Bla 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 bla. Mhm. So, Grafik. Grafik haben wir auf Ultra. Sync ist aus. Brauchen wir nicht bei einer Wiederholungsrate von 144. erweiterte Einstellung. Warum jetzt hier V-Sync-Modus auf Normal steht, ist mir jetzt auch. Dreifach-Pufferung. Kann man mal verwenden. Habe ich jetzt mal auf an. Schauen wir mal. Farbeinstellung. Ah. Kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Ah, so tut. Mal gucken, ob wir das überhaupt so spielen können oder ob mein PC dabei jetzt total abkackt. Das werden wir dann sehen. Ja. Zurück. Neues Spiel, würde ich sagen. Kampagne. Neues Spiel. Einfach normal oder schwer? Ja, das ist immer die Frage, ne? Ich versuche mal auf schwer und dann kann man sich ja immer noch runterstellen. Tja, dann machen wir das mal so. Sabal glaubt, dass Badra dazu bestimmt ist, die nächste Tarun Matra zu werden. Drücke V, um das Schützenhilferad zu öffnen und ein Koop-Spiel zu starten. Und wer auf der die Kühe werden seit Jahren. Klar. Ja, dann wollen wir mal gucken. Es schneit. Ah ja, mein Sohn. Ich habe einen letzten Wunsch. Bring mich zurück nach Lakshmema. Ja, meine typische Aussprache lässt zu wünschen übrig. Mr. Gale, ich bin Jeff Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey. Dein Pass.
mich reden. Was wollen? Was ist los? Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerft sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen! Alle! Should I stay or should I go? Yes, baby. Yes. Ja, war schon mal gut. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur.
Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter andererseits, sie hat mich verstanden. Besser nicht. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Hm. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein, wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe! Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutzt dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Sch. Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Jetzt ist was er macht, der schnappt sich erstmal die Urne, Alter. Ja, muss Prioritäten setzen. So, ich bin im Spiel. Okay. Ich sehe schon, das wird nix. Leute, ich muss unbedingt die Mausbeschleunigung anstellen. Ja. Na komm, gib mir was hier. So. Ja, mal zurück. Okay. Es ruckelt ein bisschen. Es ruckelt ein bisschen, Leute. Was zum Teufel? Aber sonst? Oh, es sieht schon ganz ordentlich aus, ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder an einer neuen Maus gewöhnen. Der meine. Oh. Check. Da ja meine alte Maus nicht so richtig funktionierte, oder meine neue Maus funktionierte nicht. Und halten zum Durchsuchen. Serviette und Geld. Alles Scheine mit seinem Gesicht. So, hier. Zum Lesen. R.
A.Memo. Verstärkte Aktivitäten des Goldenen Pfades. Wir vermelden einen Anstieg der Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur oder Banapur. Wir haben die als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden, um auf terroristische Aktionen gefasst zu sein. SGT Sergeant Misra. Ich denke, das steht für Sergeant. Ja, so, ich sag jetzt einfach mal, das steht für Sergeant. Wenn einer denkt, das Ding nicht für Sergeant, dann kann er das ja schreiben. oder für immer schweigen. So, es geht weiter. Es geht weiter. Die Treppe hier runter. Kann man eigentlich auch schleichen. Ja. Aber ich glaube, das ist es momentan noch nicht so ganz wichtig. Oder? Ach, das Geschrei, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Ich kann gar nicht in Ruhe so die Kisten durchsuchen. Jaut, jaut. Ah, so eine Gebetstrommel, Kugel, Rolle. Das ist schon schick, ne? Schon schick. Nein. Der ganze Raum ist voll von diesen Dingern. So. Ja, gut, jetzt gehen wir mal dahin, ne? Wo er da so rumschreit. Hat der Mann nicht gesagt, ich soll da bleiben? Hat der nicht gesagt, ich soll da bleiben? Du weißt, dass es schon mal ist. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz. Oh, fuck. Verstehst, was ich will. Also, weißt du warum? Hier bist. Gut. Du bist Goldener Pfad, ein Terrorist, ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich will einfach. AJ Gale. Mein Name ist Sabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Ich gehe nicht ohne dich. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Was? Nein! Nein, Mann! Nein, Mann! Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür! Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Okay. Verstanden? Ja, 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 verstanden. Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Truck? Was für ein Truck? Ich glaub, den einfach hinterher, oder? Los geht's! Halt den Kopf unten! Dankeschön. Das war ja mal. Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie. Scheiße. Pass auf. Alter.
rechts! Rechts. Festhalten! AJ, wenn du mich hörst, antworte. AJ Gale, antworte bitte. Oho. Da liegt Baum auf seinem Gesicht. Kyra sei Dank. Hier ist der Ball. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Ja, das war doch mal ein gelungener Einstieg, ne? Das war sehr... Das war sehr schick gemacht. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es weitergeht, ob ich diesen Turm erreiche. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mich ja Daumen oder abonnieren oder, ne, oder wenn ihr halt irgendwas zu sagen habt, dann könnt ihr auch einen Kommentar abgeben. Ansonsten, ja, hoffe ich, wir sehen uns wieder. Tschüss!